Es gibt sie noch, die guten Nachrichten vom Hamburger SV, Nicolai Müller hat am Dienstag wieder mit dem Ball trainiert. Geht es jetzt schnell? Vor bald 7 Monaten hatte sich Müller beim Jubel über seinen 1:0-Siegtreffer am ersten Spieltag gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss zugezogen. Jetzt nähert er sich seinem Comeback. Das Knie ist nicht dick, er ist sehr positiv, kommentiert Trainer Bernd Hollerbach am Dienstag auf dem HSV-Twitter-Kanal die individuelle Balleinheit seines Langzeitverletzten, auch wenn diese ursprünglich schon einige Tage früher vorgesehen war. Die Hoffnung, dass Müller, dessen Vertrag ausläuft, demnächst noch einmal das HSV-Trikot tragen wird, lebt also. Wenn er erst einmal wieder den Ball am Fuß habe, so Hollerbach Mitte Februar, denke ich, kann er schnell wieder fit werden. Hamburgs 18-Tore-Offensive kann jeder Hilfe gebrauchen, mit seinem 15-minütigen Einsatz im August ist Müller immer noch viertbester HSV-Schütze in dieser Saison. Nicht einmal individuell trainieren konnten am Dienstag Wallas und Magim Mavrai. Beide verpassten mit einem Infekt die knapp 70-minütige Laufeinheit am Vormittag. Video zum Thema der HSV im freien Fall, in Hamburg sagt man Tschüss. Seit Jahren balanciert der HSV am sportlichen Abgrund entlang, nach dem 0:0 gegen Mainz ist klar, in diesem Jahr wird es das letzte Urgestein der Liga vermutlich erwischen.